Keine Stadt der Erde bringt die Geschichte und die Prophezeiung der Bibel zum Leben als Jerusalem. Erfahren Sie, wie kürzlich gemachte archäologische Entdeckungen in der heiligen Stadt Ihre Bibel als richtig prüfen und zu einer freudigen, ewig währenden Zukunft deuten. Jetzt in der Schlüssel Davids mit Jabal Flui. Ich begrüße Sie. Das Jerusalem von heute ist ein Pulverfass, geladen mit nuklearem Sprengstoff. Und es gibt keine Stadt auf dieser Erde, die so mit Spannung geladen ist wie die Stadt Jerusalem. Warum ist das so? Was stimmt nicht? Und was geschieht in Jerusalem? Israelis und Palästinenser stecken festgefahren in einer blutigen Sackgasse. Sie führen Friedensverhandlungen, sie reden über Frieden, aber sie können sich niemals auf irgendetwas über Jerusalem einigen, so scheint es. Jesus Christus sprach zu den Juden, als er auf dieser Erde war, und er sagte: O Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich wie eine Henne ihre Küken unter meine Fittiche nehmen, aber du wolltest nicht. Du wolltest das nicht zulassen oder wolltest es nicht erlauben. Und Christus sagte das mit großer Emotion: O Jerusalem, Jerusalem! Und er wollte ihnen so sehr helfen und sie schützen, so wie er es für den Rest der Welt möchte. Aber die Welt kehrt Christus ihren Rücken zu, bis heute. Beachten Sie, was es in Psalm 137, die Verse 5 und 6 sagt. Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn ich nicht lasse, Jerusalem, meine höchste Freude sein. Denken Sie darüber nach. Dies war wahrscheinlich ein Psalm von Esra geschrieben, der viel mit dem Alten Testament zu tun hatte, und aller Wahrscheinlichkeit nach schrieb er diesen Psalm, nachdem die Juden aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren. Und er wollte ihnen helfen und sicherstellen, dass sie diesen Fehler nicht wieder machten. Und so war er bemüht, sie zu der Erkenntnis zu bringen, wie wichtig es ist, ihre Gedanken auf Jerusalem gerichtet zu haben. König David tat das. Und er hat viele Psalmen darüber geschrieben, insbesondere den Psalm 122. Ich empfehle Ihnen, das später zu lesen, diesen Psalm, in dem David Jerusalem huldigt. Er liebte die Stadt Jerusalem, weil er begriff, welche Zukunft diese Stadt hat. Wenn wir diese Vision über Jerusalem verstehen, erkennen wir, dass sie geradezu vollgeladen ist mit guten Nachrichten. Ich schrieb in einem Artikel mit dem Titel »Die Archäologie donnert, siehe dein Gott«: David wusste, dass sich in der Welt von morgen alles um Jerusalem drehen wird. Sie können das in Jesaja 62, die Verse 1 bis 7 sehen. Auch nach dem Millennium und dem letzten großen Tag wird sich im Universum alles um das neue Jerusalem drehen. Das sind die Verse 17 bis 19 von Jesaja 65. Ich schrieb weiter: Gott der Vater wird im neuen Jerusalem sein. Ist dies unsere größte, unsere höchste Freude? Oder stellen wir irgendetwas anderes höher als das? Nicht so bei David. Das war seine höchste Freude, seine Nummer 1 Freude, weil sein Sinnen auf Jerusalem ausgerichtet war. Es ist diese Vision über Jerusalem, wenn Sie Ihre Bibel verstehen. Beachten Sie Psalm 102, Vers 15. Aber ich beginne in Vers 12, um ein wenig Hintergrund zu beleuchten. Meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten. Ich verdorre wie Gras. Dies wurde offensichtlich von David geschrieben, und weiter sagt er: Du aber, Herr, bleibst auf ewig, dein Lob von Generation zu Generation. Du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen, denn es ist Zeit, ihn zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Und jetzt, Vers 15, denn deine Knechte haben Gefallen an seinen Steinen, sie haben Mitleid mit seinem Schutt. Nun, das ist wirklich hauptsächlich eine Prophezeiung über die Endzeit.
und dass es da allerlei archäologische Projekte in Jerusalem geben würde. Vergessen Sie nicht, Jerusalems Archäologie prophezeit. Sie prophezeit und ich zeige Ihnen das, so wie wir hier entlang gehen. Sie untermauert tatsächlich, was die Bibel über Prophezeiung und auch über viele historische Geschehnisse sagt. Sie zeigt, dass die Geschichte und die Prophetie alle diese Aussagen in der Bibel beweisen. Sie hilft uns, Jerusalem nicht zu vergessen und die Einstellung von David zu haben. Immer Jerusalems zu gedenken. Das zu verstehen ist entscheidend für uns, wenn wir eine Vision über die Zukunft haben. Es dreht sich alles um Jerusalem. Aber wir hören heute nicht viel darüber reden. Wie viel verstehen die Leute über Bibelprophetie? Und dass die ganze Archäologie auch heute prophezeit? Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Hier ist ein Zitat von meinem Artikel Archäologie donnert, siehe dein Gott. Einer von Jeremias Anklägern, Gedalia, der Sohn des Paschur, hatte seinen Namen auf ein kleines Lehmsiegel geprägt, das 2008 bei Ausgrabungen gefunden wurde. Das war während der Herrschaft von König Zedekia und gefunden wurde dieses Lehmsiegel in der Stadt Davids. Der Artikel fährt vor zu sagen, diese Entdeckung folgte auf eine von vor 3 Jahren. Damals wurde ein anderes Siegel gefunden, darauf der Name von Juchal, Sohn des Schelemja. Dieser Mann wird zweimal im Buch Jeremia erwähnt. Diese beiden Männer, Gedalia und Juchal, forderten den Tod von Jeremia und ersuchten König Sedekia, Jeremia hinrichten zu lassen. Sie konnten das allerdings nicht zu Ende führen, hatten ihn aber zu 2 unterschiedlichen Zeiten ins Gefängnis geworfen. Das waren Fürsten von Juda und sie hassten Jeremias Botschaft. Und das war ihr großes Problem. Die babylonischen Armeen hatten Jerusalem belagert und die Juden gefangen mit sich weggeführt. Auch König Zedekia führten sie nach Babylon, nicht bevor sie ihm die Augen ausgestochen hatten. Sie blendeten ihn erst, nachdem diese Kriegsleute seine Söhne und alle vornehmen Judas vor seinen Augen getötet hatten, weil sie nicht wollten, dass irgendjemand übrig blieb, um auf Davids Thron zu herrschen. Aber welch ein Paradox! Es zeigte sich, dass Nebukadnezar befahl, Jeremia freizulassen, und dieser nahm den Thron Davids, den Stein des Schicksals, zusammen mit einer von Sedekias Töchtern nach Irland und etablierte dort den Thron Davids, jener Thron, von dem Jesus Christus für alle Ewigkeit regieren wird. Können Sie sich die Vision, die mit dieser Stadt Jerusalem verbunden ist, vorstellen? Die ganze Welt dachte, dass dies das Ende von Davids Thron war. Aber Gott hatte versprochen, dass er für immer existieren und bis zum zweiten Kommen von Jesus Christus weiter bestehen würde und dass Jesus Christus kommen und auf diesem Thron sitzen würde. Jetzt nur ein weiteres kurzes Zitat von diesem Artikel. Bis zu dem Zeitpunkt, wo König Davids Palast gefunden wurde. Dieser wurde vor kurzem von Dr. Aidat Mazar gefunden und entdeckt. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo König Davids Palast gefunden wurde, hatten Archäologen praktisch nichts aus der Zeit Davids in Jerusalem gefunden. Dasselbe gilt für Nehemias Zeitperiode vor der Entdeckung von Nehemias Mauer. Und aus der Zeit Jeremias, da hat es zwar einige archäologische Funde gegeben, aber keiner davon zeigt, wie gewalttätig er verfolgt wurde. Nur die beiden vor kurzem gefundenen Bullen, diese Bullen- oder Urkundensiegel aus Lehm, mit denen sie ihre Dokumente versiegelten, nachdem sie diese geschrieben hatten, diese Bullen geben uns einen tiefen Einblick darin, warum Gott den Tempel und Jerusalem zerstörte und warum er viele Probleme mit den Nationen Israels von heute hat. Und wenn Sie nicht wissen, wer diese sind, dann müssen Sie unser Gratisbuch Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung anfordern. Der Artikel fährt vor zu sagen, denken Sie darüber nach, was sich alles rings um diese Bullen dreht, an die bedeutungsvolle Bibelhistorie und Prophezeiung, die mit diesen Artefakten verbunden sind. Davids Palast ist ein Beweis für die Existenz seines Thrones
und auf diesen Thron folgten in ununterbrochener Reihenfolge die Könige aus Davids Dynastie bis hin zu Jesus Christus. Das ist die Zepterverheißung. Dann, wenn Jesus Christus kommt, wird er diesen Thron einnehmen und Gnade der ganzen Welt bringen. Das zeigt, wie wichtig dieser Thron und diese Vision sind und wie wichtig diese Archäologie ist. Sie prophezeit zu uns. Sie verstärkt jene wunderbaren Visionen in der Bibel und besonders diese eine Vision über Jerusalem und was dort geschehen wird. Nun, die Juden hatten Jeremia beinahe getötet. Und natürlich hatte Gott das nicht zugelassen, weil Jeremia einen Auftrag hatte. Er musste diesen Thron nach Irland bringen und ihn aufrechterhalten, so wie Gott es versprochen hatte. Dass dieser Thron immer hier auf dieser Erde existieren würde. Von der Zeit Davids an bis zum zweiten Kommen von Jesus Christus. Und dann wird von diesem Thron Christus bis in alle Ewigkeit regieren. Er wird über das ganze Universum herrschen. Das ist etwas, das wir unbedingt im Gedächtnis behalten müssen. Die meisten Prophezeiungen haben duale Bedeutung. Sie können das in der Bibel immer und immer wieder sehen. Und alle diese Dinge, die geschahen und über die ich hier rede, waren nur Vorläufer davon, was in dieser Endzeit geschehen wird. Sie sind ein Typus dessen und reale Prophezeiung für die letzten Tage. Jeremia 30, die Verse 1 bis 3 sprechen darüber, ich will das rasch lesen, die Juden hatten Jeremia ins Gefängnis geworfen und sie hassten diese Botschaft. Und die Welt heute hasst diese Botschaft, die meisten Menschen jedenfalls. Jeremia 30, vergessen Sie nicht, Jeremia ging zu den Juden, aber beachten Sie, das Buch, das er schrieb, war an Israel adressiert. Das schließt Amerika und Großbritannien ein und es ist hauptsächlich an Amerika und Großbritannien und natürlich auch an die Juden im Nahen Osten, an die jüdische Nation gerichtet. Beachten Sie jetzt Vers 1 von Jeremia 30. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia. So spricht der Herr, der Gott Israels. Schreib dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volks Israel und Juda wenden will, spricht der Herr. Und ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen. Und dann beginnen all die guten Nachrichten sich um Jerusalem zu drehen. Die Archäologie beweist die historische Existenz von Jeremia. Und das wiederum beweist, dass jene Prophezeiungen in Jeremia wahr sind. Jerusalems Archäologie prophezeit. Und was für eine kraftvolle, gewaltige Vision das ist. Davids Palast wurde von Dr. Eilat Mazar freigelegt. Und das beweist die Existenz von Davids Thron in Jerusalem. Und alle Prophezeiungen über Davids Thron sind somit als wahr erwiesen. Sogar durch die Archäologie, wenn man sich das vorstellt. Wir können sogar die Echtheit der Bibel durch die Archäologie beweisen, auf vielfache Weise. Lassen Sie mich Ihnen über Nehemias Mauer vorlesen, die in Jerusalem von Dr. Eilat Mazar entdeckt wurde. Und ich lese von demselben Artikel wie zuvor. Im Sommer 2007 begann Eilat Mazar, deren Großvater der verstorbene Professor Benjamin Mazar war, eine Notfallgrabung nahe dem oberen Ende von Jerusalems berühmter großen Steinstruktur, um einen zusammenbrechenden Turm zu reparieren. Unter dem Turm fand sie eine reiche Anhäufung von Tonwaren und anderen Funden. Sie schlussfolgerte, dass der Turm von Nehemia gebaut worden sein musste, nachdem die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren, um den Tempel wieder aufzubauen und die Mauern rund um Jerusalem instand zu setzen. Wir schließen uns dieser Meinung absolut an. Wir haben also hier Nehemias Mauer und sie symbolisiert in der Tat bestimmte geistige Wahrheiten in dieser Endzeit. Aber lasse mich zuerst, bevor ich das erörtere, Nehemia 8 und Vers 1 lesen. Was es dort sagt, das ganze Volk versammelte sich wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Bedenken Sie, dass dies geschah, nachdem sie in babylonische Gefangenschaft geraten waren und Gott sie dann 70 Jahre später zurückgebracht hatte,
um Jerusalem und den Tempel und eine Mauer rings um Jerusalem aufzurichten. Das ist hier der Begleittext. Und beachten Sie die Einstellung dieser Leute, nachdem sie in Gefangenschaft gewesen waren. Das polare Gegenteil ihrer Einstellung, die sie vor ihrer Gefangenschaft hatten. Gott hatte sie zur Reue gebracht. Jetzt Vers 2. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats. Sie waren zum jährlichen Labhüttenfest herbeigekommen. Vers 3 sagt jetzt, dass sie dem Wort des Gesetzes Respekt zollten und aufstanden, wenn Esra die Bibel öffnete. Können Sie sich vorstellen, dass Menschen heute diese Achtung vor der Bibel hätten? Sie standen alle aus Respekt vor der Bibel auf, nachdem sie aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren. Und müssen wir unsere Lektion von heute auch auf die harte Weise lernen? Oder wollen wir lernen, indem wir Gottes Wort zuhören? Es gibt leider keinen Hinweis darauf, dass dies geschehen wird, aber wir hoffen natürlich. In Vers 9, da weinten die Leute, als sie das Wort des Gesetzes von Esra hörten. Können Sie sich vorstellen, dass Leute, denen die Bibel erklärt wird, vor Freude weinen, weil sie die Gelegenheit haben, das Wort Gottes zu hören? Esra und Nehemia bauten Jerusalem auf, beziehungsweise waren wegweisend. Zerubbabel führte die Bauarbeiten durch. Aber Esra war dabei und er etablierte das Gesetz. Und es gab zwei Propheten dort, Haggai und Sacharja. Von ihnen gibt es zwei Bücher und diese Bücher sind über diese Endzeit. Das ist der Hauptgrund, warum sie geschrieben wurden. Sie enthalten historische Geschehnisse, aber der Fokus ist auf die letzten Tage oder die Endzeit gerichtet. Es zeigt ihnen, dass das alles Prophezeiung für die Endzeit ist, sogar die Entdeckung von Nehemias Mauer. Und Gott zeigt das dadurch, dass er diese Propheten aus dieser Zeit Prophezeiung für diese Endzeit schreiben ließ. Aber es hatte duale Bedeutung, Geschichte und Prophezeiung. Das ist die Lektion, die wir daraus lernen müssen. Nehemias Mauer umgab Jerusalem als Schutzwall und das ist ein Typ des geistigen Jerusalems von heute, wo wir einen Schutzwall um Gottes Kirche oder dem geistigen Jerusalem bauen müssen. Es erfordert echte Nähe zu Gott, um diesen Schutzwall zu halten, um die wahre Kirche Gottes zu schützen, deren Werk vor nicht allzu langer Zeit zerstört worden war. Aber das Werk wurde wieder in Gang gesetzt. Denn die Kirche, sagte Christus, würde nie zerstört werden. Niemals. Von der Zeit an, wo sie im ersten Jahrhundert errichtet worden war, auch das war ein Versprechen. Und Gott steht absolut dahinter. Überzeugen Sie sich selbst. Wir haben ein Buch über die wahre Geschichte von Gottes wahrer Kirche und ich sage Ihnen, Sie sollten es wirklich lesen. Es ist eines der großen Bücher, die wir Ihnen anzubieten haben. Jedenfalls, der traurige Teil dieser geschichtlichen Ereignisse ist, dass Sie die Lektionen erst lernten, nachdem Sie in Gefangenschaft geraten waren. Gott will uns heute mit Worten lehren. Er möchte uns nicht leiden sehen, aber leider ist es so, dass die meisten Leute erst dann lernen, Gott zuzuhören. Lesen Sie Hesekiel, er sagt das wiederholt in seinem Buch. Erst nach dem ganzen Leid, das Sie durchmachen, kennen Sie Gott. Sie lernen ihn kennen, weil Sie sich demütigen und Sie sind dann bereit, belehrt zu werden. Nehemia sagt in Vers 10, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sehen Sie, wie bekommen Sie Freude in Ihr Leben? Und warum ist das Ihre Stärke? Weil Sie diese Jerusalem-Vision haben. Es füllt Sie geradezu mit Freude und es macht Sie glücklich und fröhlich, sogar trotz der Prüfungen und Tests, denen uns Gott aussetzt, um uns zu helfen, zu wachsen und seine Söhne zu werden und geboren zu werden in die Familie Gottes. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn wir diese Vision haben, diese Vision von Jerusalem, dann werden wir gefüllt mit Freude sein. Das ist ein Versprechen von Gott. Auch bei Haggai ist davon die Rede, in Kapitel 1, Vers 13. Haggai, der Bote des Herrn. Er war einer von den Propheten während der Zeit von Esra und Nehemia. Weiter heißt es in Kapitel 2 und Vers 3, wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun?
sieht es nicht wie nichts aus? Mit anderen Worten, die Juden blickten zurück auf Salomos Tempel, als dieser noch in Herrlichkeit stand. Er war zerstört worden und sie wussten, dass der zweite Tempel nicht annähernd so schön war und sie wurden entmutigt. Allerdings, es ist der geistige Tempel, von dem Gott wirklich begeistert ist. Und er sagte, dieser geistige Tempel ist großartiger. Aber wir müssen ihn schützen. Wir müssen eine geistige Mauer um ihn herum bauen, indem wir nahe zu Gott sind und Gottes Wort beherzigen. Aber wissen Sie, dass Eilat Masar auch Salomons Mauer freigelegt hat, die rund um Jerusalem verlief, um Jerusalem vor äußeren Feinden zu schützen? Stets war diese Schutzvorrichtung nötig. Wir müssen Gott einen Schutzwall rund um uns bauen und uns beschützen lassen. Er wird das immer tun, wenn wir ihm vertrauen. Immer. Als Salomo herrschte, gab es einen geradezu unvergleichlichen Prunk und Wohlstand und jede Art von Segnungen, die man sich nur vorstellen kann. Und das ist alles ein Typ, ein Vorläufer von der wunderbaren Welt von morgen, wenn Gott uns diesen Frieden und Wohlstand in der Welt und für immer geben wird. Und dann werden wir das hinaus ins Universum ausdehnen. Und wenn es wie in Haggai 2, Vers 23 heißt, an jenem Tag, so bedeutet das immer in dieser Endzeit. Und dann Sacharja. Sie können das später selbst lesen. Sacharja 3, Verse 1 bis 2. Er war der andere zu diesem Zeitpunkt anwesende Prophet. Und diese Verse sind der Beweis für seine historische Existenz. Sacharja 3, Vers 2. Und der Engel des Herrn sprach zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat. Können Sie sich das vorstellen? Gott hat eine Stadt erwählt. Gott höchstpersönlich hat Jerusalem erwählt. Keine andere Stadt in der Welt. Und nach dem Millennium wird Gott der Vater das neue Jerusalem auf diese Erde herabbringen, der künftige Regierungssitz über die Erde für alle Ewigkeit. Und Frieden und Freude und Glück werden die Erde und dann das Universum füllen. Es ist eine Vision, die einfach überwältigend ist. Es ist tatsächlich eine umwerfend schöne Vision, wenn man sie versteht. Das ist die Ursache dessen, dass und weshalb wir mit Freude erfüllt sind. Und wir sollten es sein, wenn wir das Endergebnis all dessen sehen und was für ein wunderbarer Segen es sein wird. Lassen Sie mich Ihnen rasch Jesaja 40 vorlesen. In Vers 8 sagt es: Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Auf einen hohen Berg, es sollte heißen, nach Jerusalem, steig hinauf, du Freudenbotin Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Wussten Sie, dass all diese Archäologie, über die wir hier sprechen, eigentlich dazu dient, diese Botschaft deutlich zu machen und sie hinaus zu posaunen? Siehe da, euer Gott. Diese archäologischen Entdeckungen tun genau das. Wir beweisen dies nicht nur aus der Bibel, wir können es durch die Archäologie beweisen. Und er fährt fort, in Vers 10 zu sagen, dass der Herr kommt und sein Lohn ist bei ihm. Und das spricht über die Zeit weit darüber hinaus. Aber wenn Sie auf diese Zeitperioden von David, Jeremia und Nehemia blicken, so kann ich Ihnen versichern, dass die Archäologie von heute alle möglichen Artefakte an das Tageslicht bringt, die beweisen, dass diese Prophezeiungen und diese Erklärungen in der Bibel wahr sind. Was für wunderbare, wunderbare Beweise wir fortgesetzt über die Bibel finden. Vers 15 vom Psalm 102 nochmals. Denn deine Knechte haben gefallen an seinen Steinen. Sie haben Mitleid mit seinem Schutt. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten Gerald Fleury. Auf Wiedersehen, Freunde.